Christoph Speicher, es war ein turbulenter Tag für IB, bei IB, insbesondere auch für dich als Sportchef. Wie ist das Stresslevel bei dir? Ja, es war sicher interessant, aber auch ein sehr intensiver Tag, wobei nicht nur der, sondern schon die letzten Tage ist da unglaublich viel gelaufen. Aber wir sind froh, wenn jetzt das internationale Transferfenster schließt. Jetzt hat es heute noch mal zwei gewichtige Abgänge gegeben im Kader von IB, der Jean-Pierre Nsame und der Kiki Martins. Wenn wir dies auseinandernehmen, Jean-Pierre Nsame, der wechselt nach Italien, zu Venezia, ist Fanga ausgelehnt. Wie sieht es dort bei ihm aus? Wie geht es da weiter? Es war eine spezielle Situation mit Jean-Pierre. Wir haben es mit ihm angeschaut. Jean-Pierre ist auf sehr gutem Weg zurück. Er hat ja schon in den Testspielen gespielt. Aber es fehlt noch etwas. Er wird den Aufbau, den er gemacht hat, noch müssen weiterführen in den nächsten Wochen. Und braucht sicher noch einen Moment, bis er auf seinem Top-Level ist. Und er hat dort auch den Wunsch geäußert, dass er mal einen neuen Impuls kommen könnte. Darum haben wir dem dann auch zugestimmt, weil wir uns so gut aufgestellt haben im Sturm, dass wir ihn für die nächsten Monate nach Venedig geben. Sie haben uns so zugesichert, dass sie genau die Arbeit, die wir gemacht haben, dort weiterführen werden. Und ja, darum haben wir dem zugestimmt. Ich fange mal allein. Also, das heisst, es gibt sogar noch die Möglichkeit, dass er dann plötzlich wieder bei eBay ist? Oder wie stehen die Chancen? Ja, im Sommer ist alles möglich. Es ist so möglich, dass der Jean-Pierre wieder zurückkommt. Es ist aber auch möglich, dass er bei Venedig bleibt. Da hat es Absprachen gegeben und das werden wir im Sommer zusammen mit den Beteiligten anschauen. Aber eben, jetzt ist er zuerst mal dort und hat die Möglichkeit, dort eine Erfahrung zu sammeln. Weil es ist ja so, der Jean-Pierre ist unbestritten der Spieler, wo wir am meisten Angebote abgelehnt haben in den letzten Jahren. Ab und zu auch am zweitletzten Tag. Und das ist zum Teil zu einem sehr unglücklichen Zeitpunkt gekommen. Der Jean-Pierre war dort immer sehr loyal gegenüber IB. Und jetzt in dieser Konstellation, da er auch noch nicht auf einem hundertprozentigen Level ist, haben wir eine Konstellation gesehen, wo wir dem Wechsel zugestimmt haben. Beim Christopher Martins ist die Situation etwas anders. Das ist ein fixer Transfer zu Spartak Moskau. Ja, es ist eine Leihe mit verpflichtender Kaufoption. Das ist etwas, was heutzutage sehr oft der Fall ist. Aber es ist so, dort ist sicher davon auszugehen, dass der Kiki nicht mehr zu uns wird zurückkommen. Das ist schon jetzt ganz klar gewesen. Im Winter war er der Spieler, der am meisten Nachfrage generiert hat von verschiedenen ausländischen Clubs. Und er hat auch einmal mehr seinen tollen Charakter gezeigt. Es tut ihm so weh, dass er geht. Wir haben schon vor dem Spiel am Samstag gewusst, dass wahrscheinlich alles über die Bühne wird gehen, aber er wollte unbedingt noch einmal spielen, der Mannschaft helfen, für den Rückrundenauftakt zu gewinnen. Und das hat einmal mehr seinen tadellos Charakter gezeigt. Jetzt gibt es natürlich kritische Stimmen. Es ist jetzt eigentlich der vierte sehr gewichtige Abgang. Der Jean-Pierre war noch verletzt, aber er war natürlich ein sehr wichtiger Spieler in den letzten Jahren. Die anderen waren auch eigentlich Stammspieler. Also es sind schwere Abgänge, gewichtige Abgänge für IB. Und kritische Stimmen kommen schon, ja, IB geht da auf im Meisterrennen. Was sagst du als Sportchef zu dem? Es ist ganz eine andere Situation jetzt in der Rückrunde wie in der Vorrunde. Wir haben nur die Hälfte des Spiels zu absolvieren. Es gibt einen Konkurrenzkampf, der gesungen ist. Es gibt einen Konkurrenzkampf, der aber auch nicht mehr gesungen ist. Und da probieren wir, die Balance zu finden. Wir sehen es gut aufgestellt. Es ist sicherlich auch so, dass noch etwas wird gehen. Wir werden auch noch einen Spieler verpflichten. Aber alles in allem sehen wir es gut aufgestellt. Und das hat nicht mit dem Aufgeben im Meisterkampf zu tun. Es hat vor allem auch mit Vertrauen in die Spieler, die hier sitzen. Hat das jetzt mit Corona zu tun, dass es so, sagen wir mal, ein bisschen geballt ist? Im Sommer hat es noch ein bisschen weniger Mutationen gegeben und jetzt eben sind mehrere zusammengekommen. Das hat sicher damit zu tun. Wir hätten natürlich gerne im Sommer schon vielleicht eine oder zwei Veränderungen gehabt, wie wir das immer sind. Wir sind ein Ausbildungsclub für viele Spieler, die in die Top-Ligen wollen. Und das werden wir immer sein. Das ist unsere Philosophie. Wir wollen auch immer Platz schaffen für junge Spieler, wie wir es jetzt in diesem Winter wieder gemacht haben. Von dieser Philosophie werden wir nie anbrücken, die werden wir durchziehen. Aber es ist klar, im Sommer war das erste Transferfenster gewesen, wo wir keinen Transfer hatten in eine grosse Liga. Und dementsprechend hat das ein Stau verursacht, die Corona-Situation. Die wirtschaftliche Ungewissheit, gerade auch in der grossen Liga, hat doch dazu geführt, dass weniger Transfer stattgefunden haben. Und jetzt im Winter war das wirklich so ein wie ein Knoten gewesen, der sich gelöst hat. Und dementsprechend hat es natürlich auch sehr viele Anfragen gegeben. Und Angst, dass jetzt plötzlich die Verletzungshexe, die in der Hinrunde so da war, dass
dass das vielleicht plötzlich wieder ein Problem könnte werden. Angst ist da nicht oben bei dir? Die Angst, die ist immer ein bisschen da. Es ist klar, wer im Fußball arbeitet, der weiss, dass Verletzungen dazugehören. Und wir werden auch nicht unbeschadet durchkommen. Wir haben schon mit dem Mesha Kelia müssen für einen wichtigen Spieler auch wieder verzichten. Aber es ist so, dass wir gleich uns gut aufgestellt sehen. Wir haben immer noch ganz viele Nationalspieler, Spieler, die Erfahrungen gemacht haben, auf nationalem, internationalem Level, einen guten Mix zwischen solchen, die Erfahrung haben und solchen, die aufstrebende Talente sind. Und von dem her haben wir hundertprozentiges Vertrauen in die Spieler, die hier sind. Und du hast vorhin schon angedeutet, es könnte auch noch etwas gehen, also es könnte auch noch Zuzug geben oder einen Zuzug geben. Ja, es wird sicher noch etwas gehen. Wir werden sicher noch einen Spieler verpflichten. Wie viel werden wir sehen? Aber da sind wir schon länger dran. Gerade bei der Position von Christopher Martins haben wir schon analysiert, dass wir dort in dieser Position eigentlich mittelfristig sicherlich noch ein Profil möchten verpflichten, wo die physische Komponente so ausprägt mitbringt. Okay. Zum Schluss vielleicht noch. Für die Fans ist es immer wieder schmerzhaft, so die Abgänge, die Legenden zum Thema, die jetzt halt in den letzten Jahren sehr viel Erfolg gebracht haben, wo immer wieder gehen. Wie ist das für dich als Sportchef? Ich stelle mir vor, eben, du hast auch eine nähe Beziehung zu dieser Mannschaft, zu diesen Spielern und nachher ziehen sie weiter. Ist auch nicht immer einfach. Nein, das ist definitiv nicht einfach. Es gibt halt sicherlich zwei Komponenten. Das eine ist die menschliche. Wir versuchen hier wirklich in diesem Club eine familiäre Atmosphäre zu haben und die Nähe zu den Spielern zu leben. Ich glaube, das ist auch eines unserer Geheimrezepte, dass sich so viele Spieler gut können entfalten hier. Und gerade Jean-Pierre war jetzt 4,5 Jahre da, der Kiki war 2,5 Jahre da, der Michel Ebischer kenne ich seit der 17 ist. Das sind ganz viele Momente, die man mit diesen Menschen darf teilen darf. Und wenn die plötzlich weiterziehen, ist es immer ein trauriger Moment. Das ist ja so. Aber auf der anderen Seite probieren wir immer mit unserem fachlichen Wissen Situationen zu beurteilen. Es wird viel diskutiert bei uns. Wir strecken die Köpfe zusammen und probieren am Schluss die beste Entscheidung für IB zu treffen. Merci vielmals, Christoph Speicher, für die Informationen. Danke.